Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Märkte im Fokus Webinar. Mein Name ist Mehran Behane und ich bin Derivate-Experte bei der Société Générale. In der heutigen Ausgabe blicken wir auf die sogenannte Old Economy, nachdem in den letzten Wochen die Technologieaktien stark im Fokus lagen. Haben wir uns jetzt gedacht, dass jetzt nach dem Preisschock der Aktien von Apple, Tesla und Co. wir uns mal die altgesessenen Aktien anschauen werden. Dafür haben wir wie gewohnt unseren freien technischen Analysten Ralf Fayad dabei und auch guten Morgen an dich, Ralf. Ja, schönen guten Morgen, Ron. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich würde sagen, dann übernehme ich an der Stelle und wie immer vorneweg ein kleiner rechtlicher Hinweis. Diese Sendung dient ausschließlich Informationszwecken, stellt insbesondere keine Anlageberatung dar und Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Wenn wir uns anschauen, was in der vergangenen Woche die Märkte bewegt hat, dann stand insbesondere die Notenbank-Sitzung der Fed im Fokus. Und hier ja, war mit Spannung darauf gewartet worden, wie hier das neue flexible Inflationsziel der Notenbank ja, näher umschrieben wird. Also große Details sickerten hier letzten Endes nicht durch, aber die Notenbank hat signalisiert, dass sie eine moderat über 2% liegende Inflation anstrebt, und zwar so lange, bis die Inflationsrate im Durchschnitt bei 2% liegt. Und ja, die Notenbank hat wie erwartet bestätigt, dass sie ihre Geldpolitik weiterhin expansiv halten möchte und gemäß den Projektionen, die ebenfalls veröffentlicht wurden, also den im Ausblick der einzelnen Notenbankmitglieder, was Inflationszinsen, Wachstum etc. angeht, wurde eben dann letzten Endes ja, eine Nullzinspolitik für die nächsten weiteren 3 Jahre in Aussicht gestellt. Also das Geld bleibt hier noch lange billig, und ja, Zinsschritte sind also in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Und ja, ansonsten hatten wir vor allem die Brexit-Verhandlungen im Fokus. Hier das britische Pfund entsprechend im Blick. Wir hatten hier zuletzt einen Rücksetzer von der letzten jüngsten Pfundstärke gesehen. Und ja, jetzt kam es zu einer eben leichten Gegenbewegung. Das Thema Brexit bleibt auf dem Tisch und entsprechend natürlich auch ein Unsicherheitsfaktor für die Märkte. Die Bank of England, die ebenfalls getagt hat in der vergangenen Woche, die hat signalisiert, dass wenn die Erholung ins Stocken geraten sollte, und das ist anzunehmen, dass dies vor allem bei einem Brexit ohne Vertrag dann, also einem harten Brexit dann vonstatten gehen würde, dann würde sie sogar die Zinsen in den negativen Bereich senken. Also insofern, ja, bleibt es spannend. Ansonsten natürlich auch ein Belastungsfaktor, dass wir Anfang November die US-Präsidentschaftswahlen haben, und das Rennen und ja, die entsprechende Situation der weiteren Politik in der weltgrößten Volkswirtschaft so ein bisschen im Unklaren noch liegt. Die Volatilität dürfte entsprechend hoch bleiben. Und ja, ansonsten auch im Fokus in der vergangenen Woche die wieder teilweise deutlich ansteigenden Corona-Infektionszahlen, die hier die Risikofreude der Anleger etwas gedrückt hat. Wir sehen hier den Goldpreis etwas fester, aber übergeordnet immer noch in der übergeordneten Konsolidierung. Das schauen wir uns nachher natürlich auch im Chartbild an. Die Ölpreise konnten eine kräftige Erholungsrallye hinlegen, ohne dass sich das übergeordnete Chartbild verbessert hätte. Das schauen wir uns dann natürlich auch nachher im Chartbild an. Ansonsten,
die Märkte im Korrektur- bzw. Konsolidierungsmodus und wie angedeutet. Wir hatten eine Situation, dass die großen Gewinneraktien, insbesondere der Tech-Sektor, zuletzt deutlich unter Druck geraten ist, während sich teilweise Sektoren durchaus berappelt haben und zulegen konnten. Also hier eine ungewöhnliche Entwicklung, dass die Schwergewichte, insbesondere die fünf nach Marktkapitalisierung schwersten Aktien im S&P 500 auf Sicht der letzten Wochen deutlich zurückgekommen sind, während der Index der Equal Weight S&P 500 beispielsweise zulegen konnte. Also hier möglicherweise eine größere Sektorenrotation im Gange. Und da schauen wir uns nachher noch ein paar Grafiken kurz an und die entsprechenden Sektoren, die hier von Interesse sind. Aber zunächst die Trading-Termine für diese Woche. Von der Makro-Seite haben wir am Mittwoch insbesondere die Einkaufsmanager-Index vom Datenanbieter Market in Deutschland, der Eurozone, Großbritannien und in den USA im Blick. Also Frühindikatoren, die hier von größerem Interesse sind. Dann am Donnerstag der wohl wichtigste deutsche konjunkturelle Frühindikator, der IFO-Geschäftsklima-Index für den September, und dann auch am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA und ja noch erwähnenswert am Freitag der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA. Von der Unternehmensseite haben wir am Dienstag die Zahlen von Nike und ja daneben hier zwei Erstnotizen, Knaus Tabbert und Hensoldt in dieser Woche interessant, dann Rocket Internet, eine außerordentliche virtuelle Hauptversammlung, da geht es dann um ein Delisting. Rocket Internet will sich ja selbst von der Börse nehmen. Ja, dann kommen wir zunächst einmal, möchte ich hier noch ein paar Grafiken zeigen. Wir haben hier den Russell 1000 Value Index zum Russell 1000 Growth Index, die Monats Veränderungen im langfristigen Vergleich und ja, was man sehen kann, also Value, das sind eben die Substanzwerte, ein Index aus Substanzwerten bestehend und der Growth Index entsprechend Wachstumsaktien und da kann man eben hier schön die entsprechende relative Entwicklung sehen und was man sehen kann, ist, dass wir hier auf Monats Sicht, die Rate of Change auf Monatssicht, eine starke Entwicklung der Value-Aktien gesehen haben im Vergleich zu den Growth-Aktien, die ja insbesondere hier die Technologie-Aktien sind. Also das ist hier der stärkste Monatsanstieg bislang seit dem Jahr 2001. Insofern hier mit Blick auf die vorausgehenden Monate, wo ja ganz klar Growth en vogue war im Zuge der Corona-Pandemie, wo ja die Technologiewerte ganz klar als Gewinner dieser Situation gelten und galten. Und hier eben spannend zu sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wenn wir hier den Ratio-Chart anschauen, dann muss man sagen, ja, wir haben hier bislang auf Monatssicht eine tolle Entwicklung der Value-Aktien im Vergleich zu den Growth-Aktien gesehen, aber ein Trendbruch ist hier im Ratio-Verlauf noch nicht gegeben. Dazu müssten wir ja die Hochs aus dem Juli und August überwinden. Also das ist eine Sache, die sich noch mindestens wohl ein paar Wochen erstrecken wird, wenn es denn so kommt. Also solange wir hier eben nicht anknüpfen können an diese tolle Monats-Performance in den kommenden wenigen Monaten, dann könnte es sein, dass wir ähnlich wie mit den vorausgegangenen Erholungsbewegungen in der Ratio nur eine Gegenbewegung im langfristigen Abwärtstrend sehen. Also das bleibt abzuwarten. Sollten wir hier allerdings eine größere Trendwende sehen, dann könnte die sich erfahrungsgemäß wirklich auch über
Jahre hin erstrecken. Ja, wenn wir die Monatsentwicklung der Sektoren im S&P 500 anschauen, dann sehen wir hier, dass Industriewerte und Rohstoffwerte und Finanzwerte, die typische zyklische Sektoren darstellen, dass die hier die Gewinner sind, erstaunlicherweise ziemlich allein auf weiter Flur, während eben die meisten Sektoren hier im Minus sind, aber insbesondere eben auch der alte Highflyer-Sektor Technologie, 2,88% im Minus bislang auf Wochensicht. Nur die Energiewerte sind hier schlechter aufgrund des insbesondere der schlechten Entwicklung natürlich bei den Ölpreisen. Also das bleibt spannend. Wie gesagt, Rohstoffwerte, Industriewerte und Finanzwerte, das sind hier die klassischen zyklischen, konjunktursensiblen Werte, die zum einem großen Teil auch, wo auch zu einem großen Teil auch Substanzwerte mit Dividenden, entsprechenden hohen Dividenden enthalten sind. Also schauen wir uns das mal weiter an. In den kommenden Wochen bleibt zu beobachten. Wir schauen uns hier konkret dann ein paar Einzelaktien aus den beiden größten Gewinnersektoren in den USA an, die hier besonders deutlich zulegen konnten auf Monatssicht. Zunächst aber wie gewohnt hier der DAX im Wochenchart, und wir haben ja hier eine Abschwächung der Dynamik des Erholungstrends vom Crash-Tief im März gesehen. Das Ganze lässt sich bislang als ein steigender Keil hier formationstechnisch einordnen, der theoretisch auch schon hier abgeschlossen ist von der Wellenzählung, wenn man jetzt hier nach Elliott Wave geht. Und ja, wie man sehen kann, wir hatten hier die untere Begrenzung dieses Keils mehrfach im Test im Rahmen dieser volatilen Seitwärtsbewegung der letzten Wochen, konnten sich die Kurse bislang hier immer stabilisieren an dieser Trendlinie, dieser unteren Keilbegrenzung. Und ja, heute zur Eröffnung sehen wir hier eben einen Rutsch nach unten, was eine Bestätigung dieses bärischen Keils sein würde, wenn sich das hier als nachhaltig herausstellt. Und ja, rein von der Formationslehre her müsste man dann einen Kursrutsch in Richtung 11.600 Punkte einplanen. Aber wir haben hier noch einige wichtige Unterstützungsthemen im Vorfeld, die möglicherweise hier die Kursentwicklung bremsen könnten. Der übergeordnete Aufwärtstrend vom März-Tief ist ja noch intakt, und insofern ist von größerer Bedeutung hier dieser Bereich 12.634, 12.754 Punkte. Sollten wir drunter rutschen, wäre eine kräftigere Korrektur eben indiziert in Richtung hier 12.100 bis 12.254 Punkte oder 11.598 Punkte, beziehungsweise knapp darunter sehen wir auch noch das 38,2% Fibonacci Retracement, das man dann als Unterstützungscluster nehmen kann bei 11.472 Punkten. Also hier, wie gesagt, der Keil im Fokus, nachdem eben diese schwindende Aufwärtsdynamik bereits ein Warnsignal für die Bullen gesendet hat, dass es schwer wird, nachdem hier wichtige Aufwärtsziele abgearbeitet wurden, insbesondere das 100% Projektionsniveau und das Schließen hier dieser Kurslücke, die bis 13.501 Punkte reicht. Knapp darüber wäre eigentlich nur noch das Rekordhoch als historischer Widerstand bei 13.795 Punkten zu nennen. Und wenn wir uns den Tageschart anschauen, dann können wir sehen, dass eben im heutigen Handel diese besagte Trendlinie, die untere Keilbegrenzungslinie, jetzt hier zur Disposition steht. Auch die 50-Tage-Linie hier in schwarz dargestellt, die hier zuletzt bei den Rücksetzern immer wieder die Kurse unterstützt hat, die droht jetzt hier eben nach unten unterschritten zu werden, und 12.857 Punkte sind hier auch bereits in Greifweite, so dass ein bärisches preisliches Signal hier demnächst erfolgen könnte.
dass eben den Trendbruch beziehungsweise den Bruch der Trendlinie, um es ja genau zu sagen, dann entsprechend bestätigen würde. Und dann, wie gesagt, die 12.753 Punkte im Fokus, wo sich nicht nur diese Kurslücke hier ergab, sondern eben auch hier dieses Reaktionstief. Und ja, wie man sehen kann, hier unterhalb dieses Reaktionstiefs bei 12.254 Punkten blau dargestellt, die 200-Tage-Linie knapp darunter verlaufend. Entsprechend würde ich hier einen Rücksetzer unter dieses Tief bei 12.254 Punkten favorisieren, solange diese gleitende Durchschnittslinie knapp darunter verläuft, so im Rahmen zumindest eines Fehlausbruchs. Der übergeordnete Trend bislang, wie gesagt, nicht in Gefahr. Erst unter 11.598 Punkten müsste man sich da Sorgen machen. Aber wie gesagt, kurzfristig sind hier ganz klar die Abwärtsrisiken dominierend. Und das Ganze insbesondere, solange hier dieses Zwischenhoch, schauen wir uns das mal am besten so an. Hier das Zwischenhoch bei 13.263 Punkten nicht überwunden wird. Also zuvor haben wir mit dieser bärischen Eröffnung heute auch noch einen wichtigen Widerstand, der im Rahmen eines typischen Bullenmarktes bei einer schwachen Eröffnung in der Regel geschlossen wird. Also das ist die Kurslücke hier bei 13.160 Punkten. Sollte es also heute Intraday zu einer Rallye kommen, dann wäre das ein potenzielles Erholungsziel, aber erst mit einem Tagesschluss über 13.116 würde sich hier das kurzfristige technische Bild deutlicher aufhellen und dann müssten wir hier eben diese nächsten Widerstandsthemen überwinden, um den übergeordneten Erholungstrend zu reaktivieren. Mit Blick auf die Saisonalität und die Zyklik ist es allerdings ja schwierig, hier weiter Boden gut zu machen in der kurzen Frist. Deswegen, wie gesagt, die Bärenseite aus aktueller Sicht zu favorisieren. Wenn wir uns jetzt noch den Stundencharts kurz anschauen, also sehen wir hier auch den Bruch der Trendlinie und ja, diese volatile Seitwärtsbewegung auch hier im Stundenchart nach unten verlassen, sowie auch die 200-Stunden-Linie. Und ja, an der Stelle wären kurzfristige Erholungsziele ausgehend von 12.857 oder 12.753, so etwa 12.960 Punkte und dann 13.036. Und wie gesagt, jetzt mit dieser bärischen Öffnungslücke dann ein kritischer kurzfristiger Widerstand bei 13.117 Punkten. So, dann kommen wir zum Euro-US-Dollar und ja, hier gibt es nicht viel Neues. Wir haben am Donnerstag mal ein Antäuschen nach unten gesehen. Das diente letztlich nur dem Test der steil steigenden 50-Tage-Linie hier in Schwarz dargestellt. Es bleibt dabei, wir sind in einer Seitwärtskonsolidierung nach der größeren Bodenbildung, die wir gesehen haben. Und ja, insbesondere das Sentiment ist derzeit ein wichtiger Belastungsfaktor und eine Triebfeder für eben die laufende Konsolidierungsbewegung, die sich aus meiner Sicht durchaus noch in eine deutlichere Korrekturphase dann entwickeln könnte. Hier ist jetzt eine wichtige und solide Unterstützungszone bei 1,1696 bis 1,19, nein, 1,1772 zu nennen. Hier haben wir das untere Bollinger Band im Tageschart und die 50-Tage-Linie. Also diese solide kurzfristige Unterstützungszone
Die müsste unterschritten werden, damit wir ein kurzfristig bärisches Signal bekommen, ein Signal hin in Richtung einer kräftigeren Abwärtskorrektur, die dann die Kurse in Richtung 1,14, 1,15 befördern könnten. Und aus aktueller Sicht wäre das hier für antizyklische Long-Positionierungen dann interessant. Ansonsten, ja, wenn wir hier noch einmal so über die 1,19 drüber schauen könnten in den kommenden Tagen, dann wäre ein nochmaliger Test dieser Widerstandszone 1,1966, 1,2011 möglicherweise sogar noch ein Überschießen in Richtung 1,21, 1,2155 zu erwarten. Ja, aus meiner Sicht wäre dann auch in diesem Falle anschließend kein unmittelbares Weiteransteigen zu erwarten, sondern hier könnten sich dann antizyklische Short-Gelegenheiten ergeben in Richtung dann 1,17, 1,1750 oder eben sogar 1,14, 1,15. Ja, beim Euro-Bund-Future, also bei den langlaufenden Anleihen, auch in den USA ist es so, haben wir ja eine langweilige Situation aus Trader-Sicht vorliegen. Also die Kurse pendeln seitwärts. Trenddynamik lässt sich leider nicht ausmachen und insofern bleibt das Ganze hier abzuwarten, dass es zu einem Schub in die eine oder andere Richtung kommt. Und beim Bund Future wäre hier jetzt ein Rutsch unter die 172,31 bis aktuell 172,92, diese mittelfristige Aufwärtstrendlinie, die 200-Tage-Linie und das letzte Korrekturtief. Das wäre ein bärisches Signal und dürfte dann einen größeren Abverkauf in Richtung 169,85, 167,59 zur Folge haben. Solange das nicht passiert, besteht weiterhin die Chance, dass wir noch einmal hier den Ausbruch auf der Oberseite versuchen. Und hier sind die entsprechenden Triggermarken 174,62, 175,26. Wenn wir also hier drüber ansteigen könnten, dynamisch in den kommenden Handelstagen, dann hätten wir ein Signal für eine Fortsetzung dieses recht schwunglosen mittelfristigen Aufwärtstrends. Und dann könnten wir hier durchaus in Richtung 179, 180 noch einmal ansteigen. Also momentan abwarten die Devise. Ja, beim Goldpreis, wir sehen hier auch ein auf der Stelle treten und nicht irgendeine Stelle, sondern eine durchaus charttechnisch relevante Stelle, nämlich, da gehen wir mal kurz nochmal hier in den Wochenchart, das alte Rekordhoch aus dem Jahr 2011 bei 1921 US-Dollar, das wir im Rahmen dieser sehr dynamischen Aufwärtsbewegung der letzten Monate und wenigen Jahre hier gesehen haben, mit einem neuen Rekordhoch bei 2075 US-Dollar. Also hier versuchen sich die Kurse aktuell auf diesem alten Rekordhoch zu stabilisieren. Das Ganze erinnert ein wenig an eine Dreiecksbewegung, aber hier ja, bleibt wie bei allen Dreiecken ein Ausbruch abzuwarten, um hieraus wirklich analytischen Honig saugen zu können. Was man sagen kann, ist, dass die Volatilität aktuell extrem niedrig ist. Wir sehen es hier aktuell auch mit den Bollinger Bändern, die sehr eng sich aneinander schmiegen. Aktuell ist die steigende 50-Tage-Linie als Unterstützung zusätzlich relevant, bildet also mit dem alten Rekordhoch und dem unteren Bollinger Band eine kritische kurzfristige Unterstützung. Sollten wir hier
jetzt in den kommenden Tagen, was nicht auszuschließen ist, nochmal deutlich unter die 1921 rutschen, dann müsste man unterstellen, dass wir eine nochmalige Abwärtswelle dann sehen, die die Kurse nicht nur unter die 1864, sondern vermutlich mindestens in die Region 1800 oder tiefer, beispielsweise in Richtung 1650, 1671 US-Dollar befördern könnte, was aus Sicht eines mittel- bis längerfristigen Anlegers durchaus dann eine interessante Einstiegsgelegenheit auf der Long-Seite sein könnte, bleibt allerdings abzuwarten. Wenn wir uns jetzt hier auf der Oberseite den nächsten Widerstand angucken, da würde ich neben dem oberen Bollinger Band einfach die letzten Hochs bei 1992 und 2016 hernehmen. Also ein signifikanter Anstieg über 1992 wäre ein Indiz dafür, dass wir hier den Aufwärtstrend unmittelbar fortsetzen könnten, bestätigt das Ganze über 2016 mit potenziellen Zielen dann bei 2075, 2110 und 2133, 2156. Ob es dann wirklich unmittelbar weitergeht oder wie eigentlich zyklisch und saisonal zu erwarten, dann erstmal eine Schwächephase einsetzt, selbst wenn wir also auf neue Hochs ansteigen. Bleibt abzuwarten. Er ist mit Blick auf das Sentiment jedenfalls nicht so attraktiv an der Stelle hier prozyklisch neu long zu agieren, sondern einfach die bestehenden Long-Positionen halten und eventuell je nach Zeithorizont, in dem man unterwegs ist, dann den Stop-Loss entsprechend nachziehen. Also wie gesagt, hier könnte man kurzfristig beispielsweise bei 1.899, 1.898, so in dem Bereich, wenn man kurzfristig unterwegs ist, einen Stop-Loss einlegen, weil man dann vermutlich auf einem deutlich niedrigeren Niveau nochmal einen Long-Einstieg hinbekommen dürfte. Ja, beim Öl hatte ich in der vergangenen Woche bereits gesagt, hier mit dieser dynamischen Abwärtsbewegung, die wir gesehen hatten zuvor, haben wir ein bärisches Signal bekommen. Eine technische Gegenbewegung wäre an der Stelle nicht überraschend gewesen, allerdings tendenziell eine neue Gelegenheit, sich antizyklisch auf die Short-Seite zu schlagen und hier insbesondere natürlich im Bereich 43,59 $, also hier dieser ehemaligen Unterstützung, die zuvor gewunden, unterschritten wurde. Und hier haben wir auch noch zusätzlich die 50-Tage-Linie in Schwarz dargestellt als Widerstandscluster, wo es dann hier nicht mehr weiterging. Und insofern ist das jetzt aus kurzfristiger Sicht durchaus eine interessante Zone, um nochmal auf fallende Notierungen zu setzen. Ein bärisches Anschlusssignal hätten wir dann natürlich unter 39,30 $. Und das potenzielle Kursziel bleibt kurzfristig die 37-Dollar-Marke. Ja, was müsste passieren, damit sich hier die Situation aufhält? Wir müssten ganz klar hier diese Widerstandsregion 45 bis 46,53 überwinden. Dann würde der zuvor gesehene Aufwärtstrend reetabliert und dann könnten wir nochmal in Richtung knapp 52 US-Dollar ansteigen. Jetzt hängt der Chart kurz. Schauen wir mal, ob ich das manuell hinbekomme. Nein. Dann machen wir das anders.
So, dann schauen wir uns den Dow Jones an im Wochenchart. Und ja, wir hatten ja hier zunächst mal eine wichtige Ziel- und Widerstandsregion erreicht. Und hier ging es dann in die Konsolidierung im Bereich etwa des letzten Reaktionshochs kam es eben zu einem Stabilisierungsansatz. Aber viel Bullisches ist hier dem Ganzen noch nicht zu entnehmen. Also es muss befürchtet werden, dass wir mit einem Rutsch unter die 27.447 diese Konsolidierung fortsetzen und damit in eine deutlichere Korrekturbewegung in Richtung 26.600 und 25.992 bis etwa 26.200 zunächst dann übergehen könnten. Wie gesagt, Bestätigung bleibt noch aus mit dem Rutsch unter 27.447. Aber das bleibt hier ganz klar einzuplanen. Darunter hätten wir eine mögliche Auffangregion bei etwa 25.000 Punkten. 24.765 war hier das letzte Reaktionstief. Also diese Unterstützungszone wäre dann auch übergeordnet relevant. Da sollte es idealerweise nicht mehr drunter rutschen, damit wir hier im Rahmen der, ja, nach der Wahl beziehungsweise ab Mitte Oktober dann wieder positiven Zyklik die Chance behalten, nochmal in Richtung des Rekordhochs bei 29.569 Punkten anzusteigen. Wenn wir hier signifikant drunter rutschen würden, unter das 38,2% Fibonacci Retracement bei 25.000 Punkten, dann würde das zunehmend unwahrscheinlich, aber ja, auf der Oberseite hätten wir jetzt bei 28.365 Punkten, also dem Wochenhoch, eine wichtige Widerstandsmarke, deren Überwindung dann noch einmal hier das Rallye-Hoch in den Fokus rücken würde, also bei 29.200 Punkten und dann eben das Rekordhoch. Ja, aber wie gesagt, hier mit Blick insbesondere auf die US-Präsidentschaftswahlen, typischerweise haben wir hier eine Schwächephase vorliegen, die bis etwa Mitte Oktober andauert, und die Sentimentdaten, die sprechen durchaus in den USA, zumindest dafür, dass sich eben diese Kursschwäche noch ein wenig fortsetzen dürfte. Und je nachdem, wenn wir dann in das interessante saisonale und zyklische Zeitfenster hineinkommen, je nachdem, wie sich da die Sentiment-Situation darstellt in den Daten und ob dann die kritischen kurz- bis mittelfristig relevanten Unterstützungen noch gehalten haben, dann stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass wir es dann nochmal mit einer Jahresendrallye und neuen Hochs zu tun bekommen. Ja, beim Tageschart sehen wir hier auch die Aufwärtstrendlinie vom beginnend hier vom 26. Juni aktuell im Test, auch die 50-Tage-Linie und das letzte Reaktionstief sowie das untere Bollinger Band knapp darunter. Die bilden ein wichtiges Support-Cluster, dessen Unterschreitung dann natürlich entsprechend bärische Implikationen hätte. Und in dem Fall müsste man also einplanen, dass wir so in Richtung der 200- und 100-Tage-Linie aktuell bei 26.300, 26.400 Punkte dann zunächst einmal zurückfallen dürften. Das größere Chartbild, wie gesagt, hier im Moment noch nicht in Gefahr. Auf der Oberseite haben wir diesen Doji-Widerstand und die 20-Tage-Linie bzw. die Mittellinie des Bollinger Bands als Hürden, also der Bereich 28.120 bis 28.365. Hier müssten wir drüber ansteigen, um per Tagesschluss, um ein kurzfristig bullisches Signal in Richtung der 29.200 Punkte zu erhalten. Ja, und bei der technologielastigen Nasdaq
Über den Nasdaq 100, dem Auswahlindex, sehen wir hier eine Fortsetzung der Abwärtskorrektur vom Rekordhoch und das 23,6% Fibonacci Retracement hat mir bereits knapp in der Vorwoche unterschritten. Entsprechend war eine Fortsetzung der Abwärtskorrektur zu favorisieren und hier aus meiner Sicht insbesondere der Bereich um die 10.155 bis etwa 10.433 Punkte im Fokus als mögliche Auffangzone, die dann für ein antizyklisches Long-Engagement von Interesse wäre. Sollten wir hier hingegen dann nachhaltig drunter rutschen, dann müsste man abwarten. Es wäre dann ein größerer charttechnischer Schaden nicht auszuschließen. Und dann sollte man beispielsweise im kürzerfristigen Zeitfenster eine Bodenbildung abwarten. Ja, auf der Oberseite haben wir hier insbesondere im Bereich 11.569 einen Widerstand und den müssten wir überwinden, damit ein nochmaliger Test zunächst des oberen Bollinger Bands bei 12.122 Punkten aktuell und dann anschließend eventuell des Rekordhochs bei 12.439 Punkten dann zu erwarten wäre. Ja, kommen wir zu den Einzelwerten, wie gesagt, hier insbesondere aus dem Bereich Industriesektor im S&P 500 und Rohstoffsektor. Ja, und eine Aktie hier aus dem Industriesektor ist die Aktie von Caterpillar, die deutlich sich absetzen konnte, nicht nur hier vom Crash-Tief im März, sondern auch, wie man sehen kann, von der 200-Tage-Linie in blau dargestellt, die langfristige Abwärtstrendlinie konnte gebrochen werden. Und ja, wir sehen hier allerdings aktuell ein massives Widerstandsbündel aus diesen Kursspitzen hier aus dem Jahr 2018. Insofern ist es aus meiner Sicht nicht interessant, hier prozyklisch auf der Long-Seite zu agieren, eher noch einmal, wenn man hier die Long-Seite spielen möchte, auf einen Rücksetzer hoffen und dieser mögliche Rücksetzer könnte hier in den Bereich etwa um die 140 bis 145 US-Dollar erfolgen. Das wäre so hier ein Idealfall, wenn es dann in der Zone zu einer Stabilisierung käme, nicht auszuschließen, dass es zu einem Überschießen kommt, hier in Richtung etwa 130 US-Dollar, wo sich nicht nur hier das letzte Reaktionstief, sondern auch die 200-Tage-Linie befindet. Das wäre dann hier entsprechend, was mögliche Stop-Loss angeht, die Zone, wo man dann überlegen sollte, die Reißleine zu ziehen für dieses Long-Szenario, das hier insbesondere mit Blick auf ein mögliches Wiedersehen mit dem Rekordhoch hier bei etwa 173 US-Dollar verbunden wäre. Also idealtypisch, wie gesagt, sollte ja diese Unterstützungszone, die bis 140 US-Dollar reicht, nicht nachhaltig unterschritten werden. Falls wir uns darüber im Rahmen eines möglichen Rücksetzers stabilisieren können, bestehen ganz gute Chancen, dass im Anschluss zunächst diese massive Widerstandszone bei etwa 160, 165 attackiert wird und anschließend hier im Erfolgsfall das alte Rekordhoch nochmal bei 173 in den charttechnischen Fokus rücken würde. Sollten wir hingegen nachhaltig wieder zurückrutschen unter die 140 und dann hier eben diese kritische Unterstützungszone bei rund 130 testen, dann geht es ans Eingemachte, denn ein nachhaltiger Rutsch darunter würde einen Hinweis dafür liefern, dass die gesamte Erholungsrallye vom Märztief möglicherweise beendet ist. Und insofern wären an der Stelle nach einem nachhaltigen Rutsch, wohlgemerkt nachhaltig, unter die 130 mögliche Erholungen dann potenzielle Short-Gelegenheiten bis zum Beweis des Gegenteils. Aber wie gesagt, im Moment das Long-Szenario intakt, aber eben nur
in Rücksetzer hinein interessant mit Blick auf das Chance-Risiko-Verhältnis. Wir sehen hier auch, die Indikatoren weisen hier ein Nachlassen der Schwungkraft hin und ja, insofern wäre ein Rücksetzer alles andere als verwunderlich. Und sollte es hingegen unmittelbar weiter nach oben laufen, wer da long bereits engagiert ist, sollte dann aus meiner Sicht die Stops sehr, sehr engmaschig nachziehen, weil im Anschluss dann das Korrekturrisiko deutlich erhöht ist. Ja, ein weiterer Wert hier aus dem Bereich Rohstoffe dann und das ist Dupont de Nemours. Und ja, wenn ich den Chart hier mal so ein bisschen rauszoome, dann kann man natürlich ganz klar sehen, die Aktie hatte es nicht leicht, also insbesondere natürlich die Aktionäre, die hier engagiert sind. Wir haben hier einen kräftigen Abwärtstrend gesehen, aber mit dem Märztief dann auch eine sehr kräftige Erholungsbewegung von etwa 38 auf etwa 60. Und ja, aktuell hängen wir etwas fest in diesem Widerstandsbereich, dass sich aus dieser Kurslücke, dem 38,2% Fibonacci Retracement und dieser steigenden Widerstandslinie über die vergangenen Hochpunkte ergibt. Insofern würde mein Votum kurzfristig neutral lauten und ein Signal hätten wir dann, wenn wir hier etwa über die 161, Entschuldigung, über die 61 Dollar nachhaltig ansteigen könnten per Tagesschluss, idealerweise mit deutlich anziehendem Handelsvolumen, dann könnte es hier zu einer Trendbeschleunigung bezogen auf den mittelfristigen Aufwärtstrend kommen und der Bereich dann hier um die 69 oder sogar um die 72 bis 78, 60 könnten dann als Ziele aktiviert werden. Also hier haben wir die übergeordnete Abwärtstrendlinie, massive horizontale Widerstände und das 61,8% Fibonacci Retracement der vorausgegangenen Abwärtsbewegungen, also das potenzielle Ziele im Erfolgsfall. Ja, mit Blick auf die Unterseite haben wir aus meiner Sicht vor allem die 50-Tage-Linie, das letzte Reaktionstief bei etwa 46, 56, 40, 56, 20. Wenn dieser Support per Tagesschluss unterschritten würde, dann würde es wahrscheinlich, dass wir die wichtigere Unterstützung bei etwa 52 US-Dollar testen, wo sich in etwa auch die 200-Tage-Linie befindet, also aktuell bei 51,48 genau. Und in dem Fall würde hier in dem Bereich aus meiner Sicht eine interessante antizyklische Long-Positionierung interessant. Also würde sich dann ergeben und das Ganze mit einem möglichen Stop-Loss etwas unter der Marke von 49 US-Dollar. Sollten wir hingegen da nachhaltig drunter rutschen, dann würde auch hier der Fokus sich auf ein mögliches Ende der im März gestarteten Aufwärtsbewegung richten, mit einem möglichen Retest dieses März-Tiefs. Aber wie gesagt, das ist hier aktuell nicht das favorisierte Szenario. Rücksetzer in Richtung 52 oder in Richtung 56, 20, potenzielle Einstiegsgelegenheiten oder eben ein prozyklischer Anstieg hier über die 61 US-Dollar Marke. Ja, ein Überflieger der jüngsten Zeit ist auch die Aktie von FedEx, also dem Konkurrenten von UPS und von der Deutschen Post. Und wenn ich hier mal ein bisschen rauszoome, sehen wir hier eine starke Rosse bis zum Allzeithoch bei 274, 66, dann eine Bass bis 88, 69 und seither sicherlich zur Überraschung vieler eine sehr kräftige Rallye und ja, die Aktie ist ja auch hier im
Dow Jones Transportation Index gelistet, wo eben Transportunternehmen und Airlines enthalten sind. Und ja, dieser Dow Jones Transportation Index hat ein neues Hoch markieren können, im Gegensatz zum Dow Jones Industrial, was eben auch ein Indiz ist in Richtung einer konjunkturellen Belebung. Die hier ist natürlich schon ein großer Schluck aus der Pulle genommen worden. Also hier wurde viel bereits eingepreist an konjunkturelle Erholung, die ja dann auch letzten Endes deutlicher ausgefallen ist als von den meisten Volkswirten unterstellt. Sei es wie es sei, aber von der charttechnischen Seite muss man konstatieren, dass wir hier doch einen sehr überhitzten Zustand haben. Also wenn wir uns hier mal die beispielsweise den RSI-Indikator anschauen, im überkauften Bereich eine bärische Divergenz und auch hier der MACD-Indikator droht hier im Fall eines neuerlichen bärischen Crossings ein Verkaufssignal aus einer bärischen Divergenz herauszugeben. Also das Risiko ist deutlich erhöht, dass wir hier kurzfristig einen deutlicheren Rücksetzer sehen werden. Und hier würde es sich anbieten, die Fibonacci Retracements dieser Aufwärtswelle zu nehmen als potenzielle Auffangbereich, also hier insbesondere der Bereich um die 220 US-Dollar und dann aus meiner Sicht noch interessanter der Bereich um die 198 US-Dollar, wo aktuell auch die steigende 50-Tage-Linie sich befindet. Das sind also potenzielle Auffangbereiche. Im Falle einer Stabilisierung könnte man hier überlegen, auf der Long-Seite zu agieren. Und ja, ansonsten deutlich eintrüben. Da müssten sich die Kurse schon sehr, sehr kräftig südwärts bewegen. Also zu einer sehr, sehr deutlichen charttechnischen Eintrübung käme es erst unterhalb dieser Unterstützungsregion, die in etwa bis 151 US-Dollar erreicht. Das ist aus aktueller Sicht jetzt nicht abzusehen. Auf der Oberseite, wie gesagt, einiges an Widerständen bis zum Rekordhoch bei 274,66. Insofern prozyklische Long-Positionierung definitiv nicht interessant. Eher ist es so, dass, falls wir wieder erwarten, unmittelbar weiter hier in Richtung Rekordhoch vorstoßen, dass da Gewinnmitnahmen oder ein enges Nachziehen der schützenden Stops angezeigt ist. Als nächste Aktie habe ich hier Freeport McMoRan und hier ebenfalls aus dem Sektor Materials, also Rohstoffe. Ja, das Unternehmen im Bereich Kupfer und Gold insbesondere aktiv. Und ja, beide Metalle sind ja nun nicht allzu schlecht gelaufen in der jüngeren Vergangenheit. Insofern hier diese kräftige Rallye vom Tief bei 4,82 bis auf zeitweise über 17 US-Dollar. Recht ordentlich und das Ganze wie in den meisten Aktien im Rahmen einer V-förmigen Bodenbildung. Also unter Trading-Aspekten natürlich sehr ungünstig, aber wir sehen hier, dass mit dieser aktuellen Widerstandszone, die praktisch erreicht ist, beinahe ein deutlicher Rücksetzer auch hier vermutlich nicht lange auf sich warten lassen dürfte. Also wenn wir uns hier auch die Situation bei den Momentum-Oszillatoren anschauen, dann sehen wir hier, die letzten Hochs wurden vom RSI-Indikator nicht mehr nachvollzogen. Wir haben eine mehrfache bärische Divergenz im überkauften Bereich.
Das an sich ist natürlich noch kein ausreichendes Argument für eine Short-Positionierung, aber wir sehen hier eben mit dem erreichten Widerstand auch noch eine bärische Doji-Kerze am Freitag, so dass hier zumindest das Risiko eines kurzfristigen Pullbacks klar erhöht ist. Ob dann mehr draus wird als bei den vergangenen Pullbacks, wo wir hier beispielsweise eine Doji-Kerze hatten oder auch an dieser Stelle dann im Anschluss eine jeweils dreiwellige Korrekturbewegung, bleibt abzuwarten. Wir können, falls wir hier unmittelbar die anvisierte Korrekturbewegung starten sollten, können wir hier mit den Fibonacci Retracements natürlich auch mögliche Auffangbereiche identifizieren. Und ja, auch hier haben wir insbesondere das 23,6% Fibonacci Retracement, das auch mit einer horizontalen Unterstützungszone und aktuell mit der steigenden 50-Tage-Linie hier übereinstimmt. Also hier könnte man erwägen, antizyklisch eine Long-Positionierung einzunehmen, falls es in den kommenden Wochen in die Richtung läuft. Ansonsten müsste ein kräftigerer Rücksetzer hin in diese Konsolidierungszone und dem 38,2% Fibonacci Retracement bei 12,66 etwa eingeplant werden. Das wäre so eine alternative Zone für einen Long-Einstieg, dann mit Blick auf einen ernsthaften erneuten Test dieser aktuellen Widerstandszone und darüber hinaus eben für einen möglichen erneuten Test des Rekordhochs bei $20,25. Ja, dann die Aktie von General Electric. Hier gab es im IDS Daily in der vergangenen Woche auch eine ausführlichere Analyse, die Sie gerne nachlesen können. Also hier haben wir, da zoome ich jetzt auch mal raus in den Monatschart, und was man sehen kann, eine ja sehr, sehr lange Abwärtsbewegung, also wirklich säkulärer Bärenmarkt. Das Unternehmen war einmal das wertvollste börsennotierte Unternehmen in den USA, und die Zeiten sind lang vorbei, aber galt immer als ein Leithammel für den Industriesektor. General Electric, also so wie General Electric agiert, so agiert die Volkswirtschaft, die US-Volkswirtschaft. So war ein gängiger Spruch an der Wall Street. Aber wie gesagt, die Zeiten sind lang passé, aber wir sind sehr, sehr kräftig gefallen. Hier dürften natürlich antizyklisch agierende Langfristinvestoren so langsam schauen, ob denn nicht eine übergeordnete Bodenbildung hier nach diesem massiven Kurssturz seit dem Jahr 2004 möglicherweise doch zustande kommen könnte. Und ich sage mal, zaghafte Ansätze in diese Richtung haben wir zuletzt gesehen. Also nachdem wir im Mai ein Tief markiert haben, kam es zu einer dynamischen Rallye hin zum 38,2% Fibonacci Retracement der letzten Abwärtswelle. Anschließend wieder eine schwache Entwicklung und zuletzt oberhalb des Tiefs vom Mai dann nochmal Schwung in der Aktie. Und ja, ich finde hier insbesondere auch die Situation beim Handelsvolumen interessant. Hier kann man also sehen, dass diese Aufwärtsimpulse mit sehr massiven Handelsvolumen einhergegangen sind, und das ist schon ein sehr bullisches Indiz, dass möglicherweise hier oberhalb der 548 eine größere Bodenbildung möglich sein könnte. Aber das ist natürlich
Zunächst einmal charttechnisch gesehen Zukunftsmusik, denn eine abgeschlossene Bodenbildung liegt selbstverständlich noch nicht vor. Wir haben zwar hier so ein kurzfristig bis mittelfristig relevantes Signal gesehen mit dem Bruch hier dieser Abwärtstrendlinie und dem Anstieg über die 20- und 50-Tage-Linie bei diesem entsprechend positiv zu wertenden Handelsvolumen. Aber das spricht zunächst mal nur dafür, dass wir nochmal in Richtung der oberen Begrenzung dieser Handelsspanne und der fallenden 200-Tage-Linie in blau dargestellt bei aktuell etwa 8,35 $ ansteigen könnten. Und diese Zone ist entsprechend als kritisch anzusehen, was eine mögliche übergeordnete Bodenbildung angeht. Man kann hier noch die Kurslücke mitnehmen bei 9,18 $, um einen gewissen Sicherheitspuffer, eine Art Filter mit drin zu haben. Entsprechend also ein signifikanter Tagesschluss über 9,18 wäre eine Bestätigung für eine solche Bodenbildung. Hier zunächst einmal über der 5,48 und dann müssten wir natürlich mit Blick auf den langfristigen Chart, ich zoome nochmal raus, diese Widerstandsregion überwinden, um eine ganz langfristige Bodenbildung zu komplettieren. Also die insbesondere das letzte Reaktionshoch hier so im Bereich 13,20, 13,30 US-Dollar, das ist so hier das Niveau, das eben nachhaltig überwunden werden muss. Ja, und dann haben wir noch Honeywell und ja, die Aktie wieder aufgenommen im Dow Jones Index. Wir sehen hier eine Top-Bildung vor dem Corona-Crash, dann seit März eine Aufwärtsbewegung, die allerdings ja nicht sehr dynamisch bislang verlaufen ist. Nichtsdestotrotz konnte hier die 200-Tage-Linie bereits nachhaltig überwunden werden. Und insofern besteht eine gewisse Erwartungshaltung, dass wenn wir im Rahmen eines möglichen Rücksetzers etwa in die Zone 155 bis 160 US-Dollar, dass wir dann im Anschluss nochmal in Richtung der Hochs hier ansteigen könnte mit Zwischenetappe dieser Kurslücke bei etwa 178,95 US-Dollar und im Anschluss hier eben das Rekordhoch bei etwa 184 US-Dollar. Aus meiner Sicht hier ein prozyklisches Agieren tradingtechnisch nicht interessant, sondern auch hier eben einen Rücksetzer handeln, wenn man hier eben auf der Long-Seite agieren möchte und an der Stelle hier die genannte Unterstützungszone von Interesse. Man könnte dann hier spätestens unterhalb dieses Reaktionstiefs bei 146,21 die Reißleine ziehen. So, und dann habe ich hier noch als letztes die Aktie von The Mosaic. Und das Ganze auch aus dem Rohstoffsektor, also hier im Bereich ja, Düngemittel. Und auch hier sieht man einen säkulären Abwärtstrend, sehr massiv. Also die Aktie ist ganz klar langfristig gesehen eine Verliereraktie gewesen. Es zeichnet sich aktuell auch noch nicht ab, dass hier in diesem ganz langfristigen Zeitfenster eine Bodenbildung geschehen könnte. Was man allerdings sagen kann, ist, dass sich hier möglicherweise zumindest ein größerer Boden hier
ergeben könnte, falls diese nächste massive Widerstandszone geknackt wird. Also das bleibt hier allerdings abzuwarten. Ansonsten liegt keine charttechnische Formation vor. Wir haben allerdings eine nachhaltige Überwindung der 200-Tage-Linie. Die 50-Tage-Linie hat diese 200-Tage-Linie bullisch gekreuzt. Und insofern ist das mittelfristige Momentum hier vielversprechend. Und ich würde dann entsprechend hier auch diese Unterstützungsregion als kritisch ansehen. Also hier sollte es nicht mehr drunter laufen unter die etwa 15,50 US-Dollar. Ansonsten ist dieses Szenario einer Bodenbildung dahin vorstellbar. Wäre aus meiner Sicht insbesondere, dass wir hier zunächst einmal versuchen, diese Widerstandsregion zu testen, anschließend ein Rücksetzer erfolgt und dann möglicherweise im Rahmen eines zweiten Anlaufs oder dritten Anlaufs dann hier diese Widerstandsregion überwunden werden kann und im Anschluss dann im Erfolgsfall zunächst einmal Kursavancen in Richtung etwa 28 US-Dollar und etwa 33,80 dann zu erwarten wären. Gut, ja, das wäre es von meiner Seite. Wir sind ja mit der Zeit jetzt auch schon deutlich drüber. Ich bedanke mich an der Stelle für das Zuhören und hoffe, dass Sie das ein oder andere an Anregungen für diese Handelswoche mitnehmen konnten. Und ich gehe wieder zurück an dich, Merun. Vielen Dank, Ralf, und auch nochmal vielen Dank von meiner Seite an Sie, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie der Ralf gesagt hat, hoffen wir, dass Sie was mitnehmen konnten. Und noch eine kleine Erinnerung für Sie, falls Sie an jedem Börsenhandelstag unser Ideas Daily Newsletter abonnieren möchten, bei dem Sie einen Marktüberblick, eine Marktidee, also eine jeweilige Aktie und die technische Analyse vom DAX erhalten möchten, können Sie das gerne per unten angezeigter Webseite abonnieren. Dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als Ihnen eine schöne Woche zu wünschen und würde mich freuen, Sie beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Tschüss. Tschüss.